Hallo meine Color for Diamonds. Heute habe ich wieder ein Unboxing für euch. Aber diesmal ist kein Mischmasch. Das habe ich vorher schon aussortiert. Deswegen sind sie alle schon halb aufgeschnitten, damit ich reingucken konnte. Genau, dass wirklich alles nur von Dime Painting ist und kein Lego. Weil bis jetzt hat es nur eine zurückgeschrieben von letzten Unbacking, was ich gestern hochgeladen habe. Weil heute, ja gestern war der 8. Genau, heute ist der 9. Ja doch, heute ist der 9. April, genau. Genau. Hat zwar nur eine zurückgeschrieben, also vielleicht kommentiert, dass Lego nicht so ist, lieber mehr Dime Painting. Ist ja auch völlig in Ordnung. Und ja, deswegen werde ich erstmal kein Lego mehr zeigen. Es sei denn, jemand schreibt mal, er möchte mal wieder in Zeitraffer und Lego sehen, was ich zusammenbaue. Genau, dann würde ich es halt wieder machen, aber jetzt erstmal nicht. Genau. So, ich habe so einiges, was heute ankam. Mache ich erstmal das kleine Zeug. Bisschen Zubehör. Das ist halt alles von AliExpress, bis auf eins von Janine X. Da habe ich noch ein paar Steine bestellt. Genau, AliExpress habe ich. Also das ist einfach von AliExpress. Da sage ich einfach nach und nach, von was es ist. Ja, da hatte ich halt Magnete bestellt. Und ich glaube, ich muss ein bisschen Licht anmachen hier. So, oder? Na, so geht es, glaube ich. Wir haben es ein bisschen später Abend, aber naja. Ja, so Elefantchen. Also hier verschiedene Farben. Kleben auseinander. Na. So, einmal in Pink. Einmal in Blau. Das ist auch wie so ein kleines Herzchen hier drauf. Und ein Brüssel ist auch wie so ein Herzchen. Genau. Dann einmal weiß. Und einmal in Schwarz. Ja. Ach nee, nicht ganz schwarz, ist eher grau. Genau. Genau. Also einen werde ich auch mal selber behalten. Aber die lasse ich erstmal hier drinne für das Gewinnspiel. Also. Das wird es auch dazu geben, dass ja die dann gewinnen, weil drei werden ja gewinnen, sich einen aussuchen können. Genau. Fand ich halt so süß. Sind ein bisschen größer, auch die Magneten sind größer. Ja. So, erstmal das. So. Dann haben wir Tröpfchen. Ups, sind da süß eingepackt. Eine extra Dose. Schauen wir mal. Ja. Ein blaues Tröpfchen. Fand ich auch sehr süß. Ja, finde ich auch ohne schlecht. Da sind sie extra und kleben nicht ineinander. Und hier ist lila Tröpfchen. Auch Magnet. Die sind halt für Folien, aber. Also die es noch nicht wissen, für was die Magnete sind, sind halt auch für Dime Painting. Und ich nutze meist nur für durchsichtige Folien, um die nicht so gut knicken kann, wie Wachsfolien, also die undurchsichtig sind. Ja, die hält halt das Bild, also nicht das Bild, ja, die Folie halt zurück, damit es halt nicht immer zurückgeht. Und man halt ohne Probleme painten kann, ohne dass die Folie halt immer zurückfällt. Ja, genau. Finde ich halt süß. Es gibt da so viele Formen und Farben und ja, genau. Die wird es, denke ich mal, nicht zum Gewinnspiel geben. Das wird schon halt noch entscheiden, aber ihr habt ja, ihr gesagt, den Elefant, wo ihr euch halt aussuchen könnt, wenn er dann mitmacht. So, als nächstes haben wir auch wieder Zubehör. Ja, das behalte ich selber. Vielleicht hatte ich mir mal so eine Matte besorgt. Die man halt nicht aufs Bild macht direkt, also nicht auf die Klebefläche, denke ich mal nicht. Eher dann, wo deine Steinchen halt schon gelegt sind oder auf die Folie. Und da kann man dann natürlich mal ausprobieren. Ich habe es selbst auch noch nicht ausprobiert. Das kann ich schon nicht. Ja, das ist halt so Gummiplatte. Und ja, klebt er wirklich. So gummiartig, klebeartig. Ja, tut mal halt das. Ach, man hat sogar zwei Schöpfchen dabei, ohne Fisch. Hier drauf. Und schalte es mal so hoch. Hier. Fällt. Ja, gut. Ein bisschen fällt es schon ab, wenn man so hat. Aber jetzt halt. Wisst ihr, wie ich meine, ne? Das ist halt. Man hält es halt nicht in der Luft.
Aber wenn es halt ein Bild ist, da rutscht halt das Schiffchen nicht hin und her. Ja, das fand ich halt eine gute Sache. Deswegen habe ich mal einmal so eine Matte besorgt. Ist halt auch von AliExpress. Genau. So eine Matte habe ich halt bei einem Unboxing von der Annie von Diamond Pictures, glaube ich, mal gesehen. Genau. Das fand ich halt interessant und ja, habe ich mal überlegt, so eine Matte zu besorgen. Ja. Genau. So, dazu war ein Wachsdöschen. Sind mehrere Wachs drin. Ja, sind, glaube ich, drei, vier, fünf drin, sechs. Ungefähr. Also auch ein Rund. Ich liebe die Döschen hier. Weil, wie gesagt, wo ich mein erstes Dime Painting letztes Jahr gemacht hatte. Das war letztes Jahr im August, hatte ich mein erstes Dime Painting gemacht. Ja, und die sind halt immer noch solche Vierecke dabei, ne? Ohne halt so ein Gefäß. Und ständig war mein Wachs weg. Das hat dann immer irgendwo am Arm geklebt. Und dann habe ich halt gesehen, dass es solche Döschen gibt. Also manchmal sind die halt so schon zu kaufen. Oder die gibt es halt leer und da kann man halt das Wachs, egal ob es rund oder eckig ist, einfach reinmachen. Und zwar ein bisschen reinformen, damit es unten reinpasst, wenn es halt ein viereckiges Döschen ist. Döschen. Wachs ist, ne? Und dann ist halt auch geschützt, kommt gegen Dreck ran und es klebt nicht sonst wo. Ja. So, also bei dem, ich habe mir halt einen grün besorgt, da fand ich das auch sehr schön, den habe ich auch noch nicht. Und ja, es sind halt viele Aufsätze dabei. Einmal ein Dreieraufsatz, ein Schieber. Das ist halt dafür da, wenn man halt ein bisschen schief gekommen ist, geht man in die Reihen rein. Also man geht in die Reihen, auf die Reihen und ja, schiebt sie halt für gerade. Finde ich halt auch gut. So, dann hat den einer Aufsatz, ist klar. Ist halt alles einzeln irgendwie. So, dann noch so einer hier. Also so einen habe ich auch noch nicht ausprobiert. Mal sehen, wie das dann funktioniert. Ob es besser im Handgelenk ist. Ich kann mir das vorstellen, dass es dann vielleicht besser fürs Handgelenk ist. Wenn das halt wieder krumm ist, dann musst du vielleicht nicht ganz so. Keine Ahnung. Werden wir dann sehen, wenn ich es mal ausprobiere. So, dann haben wir noch. Will ich nicht ein Sechser vielleicht? Simo, ja, steht es nicht dran, aber halt noch ein Aufsatz und halt noch etwas größeren. Ja, das müsste ein 9er Aufsatz sein. Und 9er Aufsatz. Ja, dann müsste es, denke ich mal, 5er, 6er Aufsatz sein, der hier. Genau. Ja. Also Aufsätze habe ich genug. Sagt, die kriegt er ja dann auch mit, wer welche möchte. Zu dem Gewinnspiel. Ja. Viel Zubehör bekommt ihr dann. Besonders auch, ist auch für die gut, die vielleicht noch keinen Diamond Painting so oft gemacht haben oder nicht so viel Zubehör. Ja, also ihr kriegt nicht halt nur ein Bild verlost, sondern halt auch schönes Zubehör. Genau, das ist halt meine Überlegung. So, dann habe ich noch Acrylstifte. Die sind halt so ähnlich, wie ich die schon gestern gezeigt habe. Also sind halt die ganzen Aufsätze dabei, die auch bei dem anderen drin sind. Sind ja zwei verschiedene Händler oder zwei verschiedene Seiten, das weiß ich jetzt nicht so genau. Den Link werde ich da unter das Bild schicken. Genau. Der Blau ist auch schön. Den habe ich auch noch nicht. Den Grün habe ich schon. Dann habe ich noch einen Rosa. Und dann noch so einen. Ohne irgendwelche. Die meisten haben ja immer so wie Wölkchen drin, sag ich mal. Hier ist keiner drin. Hier ist halt nur Pink. Genau. Also den überlege ich, ob ich ihn selber behalte. Mal gucken. Mal sehen. Ich sagte, weil ich ja wenigstens den Grün auch noch verlosen will. Deswegen habe ich mir extra Grün besorgt. Mit halt so einer Matte. Genau, dass ihr auch noch den Grün habt. So. Wer dann auch mal bis zum Sommer nicht merken kann, was es alles noch Stifte gibt, die werde ich halt dann auch nochmal zeigen. Ne? Keine Panik, so wer denkt, ah, oh, was waren noch Stifte dabei? Ja, das werde ich dann, wenn es soweit ist, werde ich das alles nochmal zeigen. Und ich werde auch bald, oder jetzt nächsten ein bis zwei Monate mal meine Bilder durchgucken, die ich dann verlosen könnte. Wo durch die Bilder, die ich dann mal euch zeige, die ich verlosen würde, halt eins aussuchen könnt. Ja. Genau. So, das waren die Stifte. So, dann machen wir wahrscheinlich nichts. Ja, sind jetzt keine neuen Steine, sind halt noch, die ich schon mal hatte oder noch habe.
Nur, dass eben mir ausgehen. Weil von den Bildern, die ich demnächst noch machen werde, als nächstes werde ich ja die Sushi-Katze painten mit euch. Und ja, da habe ich halt noch ein paar Steine dazu bestellt, die ich halt auch noch mit reinmachen, ehe sie mir ausgehen. Sind halt immer viele da. Also Nachtleuchtende und ja, die halt. Ne? Alle konnte ich glaube nicht mehr kriegen, die ich glaube, wenn du dazu brauchst. Werde ich halt da ja dann sehen, ob sie dann für alle reichen. Ansonsten muss ich dann gucken. Ja, für ein Bild brauche ich ja mindestens, sagen wir mal, 2 Wochen. Also es sind alle 30 mal 40. Ne? Ich kann es ja euch auch noch mal zeigen. Wo habe ich mein Buch hingekommen? Moment. So. Also, das heißt, jetzt hat nur einer zurückgeschrieben. Der hat ja schon mal gefragt, ob ich erst das painten soll. Also das habe ich ja jetzt erst gemacht. Oder das. Ja. Aber es hat jetzt nur einen zurückgeschrieben, aber ich denke mal, dass ich das erst painten werde. Je nachdem, ob noch mehr Kommentare bis dahin kommen. Ich werde auch mal nächste Woche damit anfangen. Denke ich. Genau. Und ja, danach werde ich das painten. Und wenn das soweit ist, dann habe ich ja immer noch zwei, die ich danach noch mache. Ja, da werde ich dann euch auch wieder fragen. Auch wenn es ja bald ist, werde ich euch dann fragen, ob ich erst das painte oder erst das. Ja, genau. Da ist dann die Serie dann komplett. Und ja. Aber das wird ja noch dauern, bis ich den Ordner fertig habe. Ja, so, die tue ich wieder weg. Das ist mein Gutschein. So, dann haben wir. Achso, was hatte ich denn jetzt? Also die Stifte und alles Zubehör, war jetzt von AliExpress, falls ich es vergessen habe zu sagen. Und die zwei, die ich jetzt habe, ist von Pigmondo. Das sind Gratisbilder. Ja. Machen wir mal auf. Ja, ich sonst dachte ich bei den, sag mal, Gratisbildern, dass man immer irgendwas bestellen muss und das halt gratis kriegt. Das war letztes Mal so, ich habe es gemacht, aber letztens hatte Tini Schnickschnack, also die ist auch YouTuberin, halt gesagt, man kann die auch so kaufen, man muss halt nur den Versand bezahlen. Also habe ich pro Bild ungefähr, ich glaube, 6, 7 Euro bezahlt. Klar, dass es dann, glaube ich, teurer ist, als wenn man auch was anderes kauft. Genau. Ja, es kam halt in so einen Karton an. Ja, das fand ich auch ein bisschen, naja, gut. Hätten sie vielleicht auch einen dünnen Karton machen sollen. Zumindest war es letztens bei den Gratisbildern so, da hat sie wenigstens noch so einen dünnen Karton gehabt. Jetzt war es noch so ein Pappe-Ding. Ja, und die habe ich halt auch gesehen bei Tini Schnickschnack bei ihrem Kanal. Die wollte ich auch mal ausprobieren. Ja, das sind halt Gratisbilder, das sind halt nicht groß. Das ist jetzt bei 120 x 15 cm und in Strasssteine. Und es hat 17 Farben. Ja, seht ihr das schon? Der Druck ist gut. Ist halt gegossener Kleber. Ja, Klebefläche ist auch gut. Und ja, ihr seht ja schon, was es für ein Motiv wird, ne? Und ja, da hatte ich halt. Sind halt zwei Hände, die in Herzform. Und dann gibt es halt die Strasssteine dazu. Ja, es ist halt nur ein Strasssteinbild, also keine normalen. Ja. Was eben manches machen. So mal was zwischendurch oder so. Ne? Mal gucken. So, das ist das eine. Der Toolkit ist halt normal. Also, ich weiß nicht, ob die das, wie die das kategorieren. Ja, wissen, wie es gemeint. Bei Mal ist das halt so gemacht. Also, das Schiffchen und der Stift ist immer gleich. Bis auf. Na, der Stifterhalter, der sonst immer pinker. Kann ich auch nochmal zeigen. So. Darf man ins Schlafzimmer rennen? Naja. Irgendwann, wenn ich mal eine größere Wohnung habe.
Dann ist alles im einen Raum, nicht alles verteilt. Ja, also das war jetzt dabei. Ja, und wie gesagt, der Stiftehalter, der Gucci, ja, der Stift und das Schiffchen ist immer gleich. Aber mal ist in Herzform da oder halt so ein Döschen, genau. Und mal ist halt ein Aufsatz dabei und manchmal irgendwie nicht. Ja, ist auch wie unterschiedlich. Aber wie ich schon sagte, hier sonst kommt immer so pink. Und hier ist es eher so, ja, so rötlich, rötlich, dunkelrosa ungefähr. Ja, ist halt wieder eine neue Farbe, die ich so auch noch nicht habe als Stiftehalter. Genau. Naja, also Toolkits habe ich genug. Plus das andere Zubehör, was ich dann noch verlose. Was der jene sich dann aussuchen kann. Genau. So, das ist nochmal nächste Bild. Das ist auch nochmal ein gratis Bild. Ich weiß gar nicht, was ich da bestellt habe. Muss ich nochmal gucken. Ich glaube, es war ein Leuchtebild. Ach ja, ein Schmetterling war es. Genau. Und zwar, hier sind auch wieder Herzen und ja, dasselbe wie eben. Toolkit. Ja, das ist halt auch nochmal kleiner und das ist 15x15. Ja. Zwischendurch ist mal gut. Und am Ende sieht es dann so aus. Ich denke mal, was hier so leuchtend ist, hier so. Dann denke ich mal dann in dunklen Leuchten. Ich kann es ja mal kurz aufmachen. Viele Farben hat es nicht, es hat 9 Farben. Aber so ein kleines Bild kannst du ja nicht viel erwarten, ne? Sonst würde es ja, keine Ahnung. Ja, mal gucken, was hier für Farben drin sind. Beet 5200. Ja, kann das ja nicht so sehen, aber. Ja, wenn es soweit ist, kann ich ja mal zeigen, wie es am Ende aussieht. Ja, noch sind sie gerade verfügbar. Ich hatte es ja jetzt vor einer Woche bestellt ungefähr. Ja. Sie haben ja immer mal so Aktionen, dass es immer auch was Gratis dazu gibt. Aber das ignoriere ich manchmal. Wenn es vielleicht auch was Gratis im Bestellwert von 70, 80 Euro, keine Ahnung, wo ich mir denke, ja, das Geld habe ich nicht. Hole ich lieber woanders Bilder oder so, wo es jetzt günstiger ist. Ja, so, das war jetzt Pigmondo. Und jetzt habe ich noch von Diamond Painting, das müsste das sein, oder? Einmal eins, zwei, drei, genau, von der Diamond Painting. Ich hatte ja letzten Mal schon gesagt, dass ich noch mal einmal so Überraschungsbilder bestellt habe, wo man halt vorher nicht weiß, was drin ist. Das waren halt auch wieder 3 Bilder. Kann man schon mal sehen, was drin ist. Moment. Oh, ich habe sogar eine bunte Katze hier. Hier ist schon mal die bunte Katze. Die habe ich auch noch nicht gehabt. Oh, nicht schlecht. Ja. Aber finde ich gut, das sind halt wieder 3 andere Bilder. Ich hätte euch auch Pech haben können, dass ich dieselben Bilder kriege. Aber das ist jetzt hier nicht. Ja, ist hier wieder immer gegossener Kleber. Es hat ein bisschen gelitten. Ich hoffe nicht an der Leinwand, also die Folie. Nee. Das ist immer der Nachteil bei Doppelseitenklebeband. Muss ich mal gucken. Naja, hier sieht es bis jetzt gut aus. Naja, kleine Fältchen sind drinne. Ja, wie gesagt, bei Doppelseitenklebern ist halt nie gut, dass die das dann um die Steine wickeln. Aber ja, es geht. Also, da bist keine großen Blasen drin. Ja, ich kann es noch mal ein Stückchen mehr aufziehen. Ja, ist es auch ein bisschen wellig, ja, aber oh, der Kleber ist gut. Da klebe ich kleben. Aber der Druck ist gut, kann ich schon mal sagen. Ja, seht ihr, der Druck ist gut, Klebefläche ist auch gut. Was es jetzt hier genau sein soll, Moment, ich werde ordentlich drauf drücken. Ich noch mehr Falten reinmache hier. Ja, ich glaube, bei den anderen Bildern ist auch gegossener Kleber, selbst Klebeband. Ich weiß nicht, was es sein soll. Irgendwas. Ach Mensch. Kommt mir so
einfach, wenn Falten drin sind, das gerade wieder drauf zu kriegen. So. Müssen wir mal gucken. Also das Bild hat schon mal. Mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 Farben. Farben. Ja, hier ist auch schon die DMC-Nummer mit dabei. Steht auch hier oben drauf. DMC. Oder? Moment, da. Das ist schon mal gut. Ja, ich denke mal, das ist auch wie so ein Fluss. Mensch, hier, das ist auch wie so ein Fluss. Mit irgendwelchen Bergen und dann auch wieder Himmelrot. So wie ich das sehen kann. Ja. Das gefällt mir zwar jetzt nicht so, aber es hat es. Ist ja meine eigene Schuld, wenn ich sowas bestelle. No. Ja, das Bild kam jetzt in eckischen Farben. Farben. Eckischen Stein. Ja, also. Im ersten Blick sehe ich jetzt gar keine Löcher drin. Ist sogar auch eine Legende dabei, ist auch gut. Das Bild ist 30x40. Ja. Also Steine sehen schon mal gut aus. So wie ich das jetzt sehe. Ja. Ich hatte auch mal direkt mal was über Diamond Painting bestellt. Wo ich auch wusste, was für Bilder ich habe. Hatte ich auch mal ein Unboxing hier gemacht. Ja. Kann man eigentlich dort gut bestellen. Ja, Toolkit ist auch gut. Das ist ein normales Stiftchen. Also diesmal auch ein weißes. Zwei Stifte dazu. Und ein paar Tütchen. Genau. So, das war das erste Bild. So, das zweite. Das habe ich ja schon mal gerade gezeigt. Das ist die bunte Katze. Ja, gesagt, die sehen ja auch hier, wer was bestellt. Und wenn man, glaube ich, selber da bestellt, ich denke mal, dass sie da dann schon gucken, dass man jetzt nichts doppelt hat. Ja. Ja, das ist halt die bunte Katze. Die habt ihr bestimmt schon öfters mal gesehen. Ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesehen und ja, ist schön, da habe ich jetzt auch mal da. Ja, auf. Ja, hat so einen kleinen Knick drin. Ja, das sagt, Versand ist jetzt nicht so gut. Ja, weil die das halt so knietschen. Sonst wird Doppelseitenkleber, wisst ihr ja. Ja. Ich kann mal gucken, ob hier auch noch Falten drin sind. Hier minimal jetzt. Ja. Aber der Druck ist auch gut. Ist halt viel von einer Farbe. Da kann man gut mit dem Mehrfachaufsetzer arbeiten. Genau. So, was mal dazu. So, was machen wir die nächste Seite? Sieht schön aus. Schön bunt. Ne? Das Bild ist mit Rundenstein angekommen. Wie gesagt, die Bilder kann ich jetzt nicht unbedingt ze zeigen. Ich kann höchstens mal gucken. Gut, bei dem anderen Unboxing, wo ich ein Diamond Painting gezeigt habe, habe ich glaube auch die Bilder nicht gezeigt. Das muss ich dann auch nochmal nachmachen, wenn ich sie finde. Ich habe sie ja nicht direkt so bestellt. Das ist ja bloß Überraschungsbilder. Aber ich kann halt versuchen, das werdet ihr dann sehen, wenn ihr das Video seht, ob das jetzt im Link mit drin steht. Also in der Videobeschreibung, meine ich. Ja, ich kann halt auch versuchen, ob ich das über die Bildnummer finden kann. Genau. Ja, das Bild hat runde Steine. Auch wieder eine Legende drin. Schön. Ja. Steine sehen auch gut aus. Ich sehe jetzt auch keine Löcher drin. Das sind wahrscheinlich auch Harzsteine, denke ich mal. Oder, naja, gut. Jetzt habe ich einen kleinen Punkt. Bei dem E zumindest.
Ja, es kann auch Brühe sein, also. Naja, aber das spart auch schon was von mir. Aber das passiert immer mal ab und zu. Naja, gut, das war das zweite Bild. Und jetzt machen wir das dritte Bild. Das ist was mit Schmetterlingen. Ich muss jetzt mal ein bisschen das Ausrolle gleich mal aufmachen hier. Ja. Dass die Folie wenigstens erstmal glatt ist. Gips. Ja, schöne Schmetterlinge. Ist auch schön bunt. Ups, erstmal hier. Ja, das Bild hat auch wieder runde Steine. Als Toolkit war auch bei dem anderen gleich. Also überall sind zwei Stifte drin. Ein Wachsdöschen, Folien und Wachsdöschen. Ja, Wachsplättchen meine ich. Und halt so ein weißes Schiffchen. Genau. Diese runde Steine. Das finde ich halt, also muss ich sagen, bei Diamond Painting. Ich habe jetzt das zweite, bis jetzt das dritte Mal bei Diamond Painting bestellt. War ich jetzt auch zufrieden, auch mit dem Preis. Aber ich weiß jetzt gerade gar nicht aus dem Kopf, wie viel ich jetzt bezahlt habe für die drei Bilder. Ja, ich glaube 20 Euro. Kann noch weniger sein, ich bin mir gerade nicht sicher. Es geht eigentlich. Ja, gesagt, man kann billig kaufen, es muss nicht immer, unbedingt immer schlecht sein. Will ich ja auch nicht sagen, unbedingt, ne? Aber ja, muss man halt manchmal auf die Qualität mit aufpassen. Achten. Ja. Ich kriege mich gerade im Kopf den Kragen wieder. Naja. Wisst ihr, was ich meine? Also halt, man kann billig, muss nicht unbedingt schlecht sein, aber wenn es dann schlecht ist, muss man sich nicht unbedingt ärgern. Oder ja. Also das sind schon mal Acrylsteine. Ich habe jetzt hier schon öfters ein paar Löcher gesehen. Hier zum Beispiel. Ja, genau. Das mit runden Steinchen. Ja. Oh, da ist gerade ein Schriftzug dabei. Take time to do what makes your soul happy. Ja, ich weiß jetzt nicht, was auf Englisch ist. Das müsste ich erstmal googeln. Aber ich kann es nochmal hochhalten, wer es übersetzen will. Genau. Ja. Genau. Also, ich finde es gut. Also, wie gesagt, Klebefläche ist auch wieder gut und Druck kann man nicht meckern. Alles gut. Ne? So, das war's erstmal, meine Lieben. Ja, ich hole morgen noch zwei was von der Post ab. Also am 9., nee, 10. April, genau. Wenn noch was bei deinem Peng drin sein wird, werde ich dann gleich noch hinzufügen. Wenn nicht, dann wird ihr beistehen oder ich werde dann mal kurz Mini-Video machen. Um sagen, hier war nichts oder ja, genau. Aber was ich noch mal sagen, ich weiß, habe ja gestern erst das Video. Naja, man hat es auch nicht jeder am Ende bis zum Schluss angeguckt, weil am Ende hatte ich noch mal zwei Mystery Diamond Paintings gezeigt, sag ich mal. Eins hatte ich ja schon gezeigt, das war mit doppelseitigem Klebeband. Klebeband. Ja, ich glaube, es ist ein Klebeband, ja, genau. Und ich hatte dann noch, mein Nachbar hatte ja was angenommen und das hat er einfach spät abends hochgebracht. Deswegen habe ich ersten Tag später dann das nochmal gezeigt, weil ich wusste dann nicht mehr, ob das eine von Homefun beziehungsweise von AliExpress ist oder von Amazon. Genau. Weil es sind beide halt Mystery Diamond Paintings, beide haben dieselbe Größe, also 40x50 war es ungefähr. Ja, genau. Aber steht halt auf der Leinwand nicht drauf, von welchem Händler es ist. Ne, weil für Amazon konnte ich halt jetzt hier keinen Link darunter machen, weil es halt leider schon ausverkauft ist. Ne, das ist halt der Mist. Die Frage ist nochmal an euch, ob ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt. Ob ihr schon mal über AliExpress bei Homefun was bestellt habt und
Ob die immer doppelseitiges Klebeband immer nur haben, also mit Wachsfolie drauf, also undurchsichtige Folie. Oder ob die immer gegossene Kleber haben und mit durchsichtiger Folie. Weil das ist das Einzige, was die Bilder halt unterscheidet. Genau. Ja, das war meine Frage nochmal an euch. Das wäre lieb, wenn ihr mir dann hier drunter nochmal schreibt, wer halt das wissen könnte. Ja, das wird mir dann weiterhelfen. Da weiß ich, okay, das ist Amazon und das ist HomeFun, der ist AliExpress. Dann würde ich es mal auf die Bilder draufschreiben, weil wenn ich es dann mal painte, dann ja, kann ich halt dann sagen, von welchem Händler das ist. Ja, das ist halt immer mal Mist, wenn man überall irgendwo mal dort was bestellt und dort was bestellt. Dann hat man auch wirklich keinen Überblick mehr. Genau. Naja, gut, das war's erstmal. Wie gesagt, ihr werdet dann noch sehen, ob das Video dann noch ein Stückchen weitergeht, also ein paar Minuten, oder ob das dann jetzt Ende ist. No, das werde ich dann morgen noch abdrehen, also am 10., ja genau, 10. April. Genau, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wie gesagt, Lego zeige ich erstmal nicht mehr. Das baue ich dann erstmal so alleine zusammen, ohne dass ich was drehe. Ja, aber wenn es mal jemand sehen will, kann er ja mir gerne mal schreiben. Wie gesagt, meine Postfachadresse ist ja auch noch offen. Wenn ihr mir mal schreiben wollt, irgendwelche Fragen habt, an mich oder an meinen Kanal oder was auch immer. Wie gesagt, ist kein Muss. Würde mich aber trotzdem freuen, wenn mal was drin ist. Ich gehe fast immer jede Woche und ist halt nichts drin. Aber wie gesagt, ist ja kein Muss. Ja, das soll ich jetzt nicht sagen, hier, schreibt mir, ne? So wollte ich es nicht sagen. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich habe meine E-Mail-Adresse hier drunter geschrieben. Ja, wenn er mir schreibt, schreibt mir eine kurze E-Mail, dann weiß ich Bescheid, okay, das könnte bald was drin sein. Und ja, wie gesagt, wenn das Gewinnspiel dann im Sommer ist, also August, spätestens September, ist das so meine Planung, dann werdet dann ihr auch dann an die Postfachadresse das schicken, eine kleine Karte oder genau. Ja. Wie so alles Weitere zähle ich dann, wenn es soweit ist. Ein bisschen kommt ja noch an von Diamond Painting. Ich hatte ja noch Puschelstifte bestellt. Genau, es ist ja viel verschiedener, dass hier eine große Auswahl ist. Klar sind es auch drei Stifte von der ganzen Auswahl, die ich dann verlose, weil es ja drei Gewinner geben wird, je nachdem, wer mitmacht. Und ja, genau. So viel dazu erstmal. Ich sage erstmal Tschüss und ja, bis zum nächsten Mal oder bis gleich. Tschüss. So, da bin ich. Also, ich war es bei der Post und es war halt nichts mit Diamond Painting. War Lego, deswegen zeige ich es auch nicht. Ja, das war es erstmal mit dem Unboxing. Sozusagen jetzt. Ne? Irgendwann kommt dann nochmal ein Unboxing mit Diamond Painting, weil ich warte noch auf Mystery Diamond Painting 2. Dann eigentlich immer noch von Diamond Painting mit Herz auf die zwei Schiffchen. Die muss ich nachher nochmal anschreiben. Und mir dauert es irgendwie echt lange. Gut, immer war es mein Fehler, da habe ich irgendwie vergessen, meine Adresse mit anzugeben, weil es über Facebook war. Genau, muss ich nachher mal anschreiben. Ja, dann erwarte ich noch Tropfenmagnet, habe ich auch noch mal ein oder zwei bestellt. Ich glaube, da war es bloß einer, die gestern ankam. Da habe ich mir zwei ausgesucht oder war Zweierpack, das weiß ich gerade nicht so. Wie gesagt, ich verlinke das hier unter dem Video, wer sich das nachkaufen möchte. Genau. Dann habe ich noch Pinzetten bestellt. Einmal blau und einmal schwarz. Ich soll mal gucken. Genau. Dann solche Fingerschoner aus Stoff, die man am Finger machen kann, damit man so nicht so Druckstellen hat vom langen Painten, sagen wir mal so. Und dann hatte ich ja noch Puschelstifte bestellt. Ja. Mal sehen, wann die ankommen. Die sollen spätestens am 4.5. ankommen. Ja, mal sehen. Also das kommt noch. Und je nachdem, wann es ankommt, werde ich es auch unboxen. Genau. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Ich wiederhole mich gerade, glaube ich, aber naja. Vergesst die Kommentare nicht, das wäre sehr lieb. Ne? Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Eure Nadja. Tschüss.